Heuschrecken und Renditejäger werden zu Asphalt-Junkies, dann leben wir bald auch in einer Sanifair-Demokratie. Die Finanzmärkte, die brauchen das, denn die brauchen Anlagemöglichkeiten, um entsprechende Renditen mit wenig Risiko zu erhalten. Es wird immer wieder aufgeführt, dass Jugendliche nicht reif genug seien, nur mit 16 zu wählen. Das ist Unsinn. Recht kann man nur in bedrohten Lagen erkennen. Wenn es da nicht gilt, dann taugt es nichts. Im Alltag, wo nichts vor sich geht, kann jeder ein Rechtsbewahrer sein. Der Lehrerberuf muss attraktiver werden. Das sagen unisono alle damit befassten Politiker, Gewerkschaften, Verbände und Ministerinnen. Allein diese 5 Wörter reichen nicht aus. Es sind nicht die jungen Menschen, die für den Brexit gestimmt haben. Und es sind auch nicht die jungen Menschen, die einen politischen Geistesfahrer zum amerikanischen Präsidenten machen. Wir müssen auch hier die Menschen, die hier leben, auch an der Gesellschaft teilhaben lassen. Sowohl bei Abstimmungen wie auch bei Wahlen. Freiheit des Zugangs zur Information ist ein hohes Gut. Und solange wir hier immer noch auf das angekündigte Transparenzgesetz der Landesregierung warten müssen, sollten die Instrumente, die da sind, genutzt werden. Lassen Sie uns daher lieber über Qualität, digitale Bildung, Inklusion in der Lehrerausbildung reden. Das werden wir auch, aber die Rahmenbedingungen müssen dafür stimmen. Und dazu gehört der administrative Rahmen für die Durchführung der Lehrerausbildung. Die finanzielle Sicherheit für Studierende ebenfalls. Transparenz über die Arbeit von Rat und Verwaltung ist ein wichtiges Anliegen. Live-Übertragungen von Sitzungen, Streaming, können dazu beitragen, die Transparenz zu erhöhen. Was ist denn aus dieser Nummer German Mut geworden? Ist doch German Angst letzten Endes beim Wahlalter? Und das, was Sie gesagt haben, kann man nur noch als rhetorische Inkontinenz abtun. Und damit sollten Sie lieber zu Sanifair gehen und nicht hier in den Landtag. Setzen Sie sich mit uns hier auf dieser Ebene ab, diesen unsäglichen Paragraphen abzuschaffen. Vielen Dank.